Hallo meine Lieben, ich bin's, Irina aus dem Bastelzimmer. Ich möchte heute mit einer neuen Reihe starten und zwar werde ich in unregelmäßigen Abständen Projekte aus dem Mini-Katalog genau originalgetreu nachbasteln und euch sagen, worauf ihr vielleicht achten solltet oder welche Materialien ich verwendet habe. Und ich bin mir ganz sicher, ich werde auch dieses Projekt in Kürze vorstellen. Heute möchte ich aber zunächst einmal mit dem Produktpaket Regenbogen farbenfrohe Freude starten. Das ist total niedlich, ein schönes Stempelset und eine tolle Stanzform, die sich wunderbar ergänzen. Heute arbeiten wir jedoch zunächst einmal nur mit dem Stempelset und dafür habe ich mir diese Karte ausgesucht. Du findest sie auf der Seite 18 im aktuellen Frühlingskatalog. Zunächst einmal schneiden wir eine ganz normale Grundkarte zu. Das heißt, der DIN A4 Bogen wird in der Mitte halbiert und dann wieder mittig bei 10,5 cm gefalzt. Als nächstes schneiden wir uns den weißen Karton zu. Der ist 10,5 cm breit, damit er auf die Grundkarte passt. Und ich habe mich hier für eine Höhe von ca. 9 cm entschieden. Und darauf stempeln wir jetzt den Regenbogen. Und da starte ich schon mal mit meinen ersten Tipps. Man kann natürlich diesen Regenbogen mit den Acrylblöcken stempeln. Hier mit diesen. Ich finde aber gerade, wenn man so neu mit einem Stempelset unterwegs ist, dann ist es immer, dauert es ein bisschen, bis die Produktionsfarben sich richtig abgelöst haben. Und deswegen empfehle ich zumindest hier für die vollflächigen den Stamparatus. Denn dann kann man ja die Farbe mehrfach aufbringen auf dieselbe Stelle. Und die Farben sind, das kann ich einmal kurz zeigen, Fräsienlila, Flamingorot und Bonbonrosa. Also diese drei Farben sind auch im Katalog verwendet worden. Und ich finde die auch ganz hübsch. Die sind recht fröhlich. Und später, wenn man das Modell einmal nachgebastelt hat, dann kannst du natürlich auch alle anderen Farben nehmen. Die kannst du sowieso schon von vornherein nehmen. Mir fällt es nur manchmal ein bisschen schwer, mich für eine Farbkombination zu entscheiden. Und da finde ich das immer ganz angenehm, ja, wenn Stampin' Up mir da schon eine Empfehlung sozusagen ausspricht. Ich lege den größten Regenbogen so hin, dass oben noch ein bisschen Platz bleibt und unten kommen ja dann noch die Wolken drüber und nehme das dann einfach mal auf. So, ich nehme das mal rüber, damit du sehen kannst, wie ich das jetzt einfärbe. Und schauen wir mal, wie der Abdruck wird, ob das gleich klappt beim ersten Abdruck oder ob wir doch noch ein bisschen Farbe. Ja, also mir ist es jetzt zum Beispiel hier zu schwach und ich gehe da jetzt einfach noch mal drüber. Und jetzt gefällt es mir gut. Dann kommt der nächste Regenbogen. Da kannst du ja entweder eine neue Platte nehmen oder du machst zwischendurch dein Projekt runter, machst es sauber. Auf jeden Fall, jetzt muss ich mal gucken, wo ist mein Regenbogen? Ja. Nee, das ist er auch nicht. Der
der ist noch hier in der Hülle. Ich positioniere mir das jetzt so, wie ich meine. Und tatsächlich ist auch von der Produktion her ein gewisser Rand, sodass man sich das wirklich gut reinlegen kann, ohne dass es überlappt. Die zweite Farbe ist Flamingo-Rot. Also man könnte noch mal drüber gehen, aber ich glaube, das muss ich in dem Fall nicht. Das gefällt mir gut so, wie es ist. Und den dritten, das ist ja hier dieser mit den Strichen, also dieser hier, den stempel ich jetzt mal von Hand mit schwarzer Memento-Tinte. Also das könntest du auch mit dem Stamparatus machen, aber ich möchte es natürlich auch einmal zeigen, dass es so natürlich auch geht. Den letzten werde ich jetzt mal freihand reinstempeln, damit ich das auch noch mal zeige. Der wird in der Farbe Bonbonrosa gestempelt. Und fertig. Im Katalog ist es jetzt so abgebildet, dass das weiße Stück einfach aufgeklebt wird. Also auch flach habe ich es aufgeklebt. Hier unten kommen jetzt mit dem Stanzer Wolke, mit dem Handstanzer Wolke, zwei kleine Wölkchen aus Transparentpapier. Die werden aufgeklebt. Die werden einfach so mit ein bisschen Tombow befestigt. Das Klebemittel sieht man durch, aber da kommt ja noch eine zweite Wolke drüber, so dass das nichts macht. Und die zweite Wolke ist aus diesem dicken Mustermixpapierpaket. Das ist ja ein Gastgeber-Set, also eine Gastgeberprämie, für die man sich schenken lassen kann bei einem Bestellwert von 200 Euro. So, und die setzen wir einfach mit Dimensionals drüber. Und dann haben wir hier auch noch einen kleinen Spruch, ein kleines Fähnchen. Das wird mit diesem Fähnchenstanzer hergestellt. Und zwar, je nachdem, wie breit du das haben möchtest, ein halb oder ein Dreiviertel Inch. Also ich habe mir das hier markiert, ein halb, Dreiviertel oder ein Inch. Ich nehme jetzt mal Dreiviertel.
Das sind so 1,9 Zentimeter. Und in dem Stempelset ist ja auch noch ein kleiner süßer Spruch drin. Mit dir ist die Welt bunter. Aber vorher stanze ich das mal ab, damit ich weiß, wo ich hinstempeln möchte. Das einfach mal kürzen. Ich habe da ein bisschen geschmiert. Ich war wahrscheinlich zu schnell eben dabei. Dann drehe ich das einfach um und stempel das nochmal. Und befestige das auf der Karte. Könnte sogar fast noch ein bisschen kürzer. Noch ein paar Strasssteine zur Deko. Und fertig. Ich bin gespannt, wie dir meine neue Reihe gefällt. Die Reihe Wie geht das? Und wenn mein Video dir gefallen hat, dann abonniere meinen Kanal, aktiviere die kleine Glocke und über einen Daumen hoch würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Ich sage wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.